Fenster zu, Robert. Es zieht. Typisches Verwandtenwetter. Bitte? Wenn deine Tante Elisabeth ihre Sippe um sich versammelt, dann regnet es. Genau. Blitz und Donner sorgen für die notwendige Begleitmusik bei der seelischen Vivisektion, die wir über uns ergehen lassen müssen. Du hast recht, wie immer. Mir geht es heute noch wie früher, wenn sie uns ihre Nichten und Neffen in den großen Ferien zu sich einluden. Und jedes Jahr vor ihrem Geburtstag, da befällt mich eine regelrechte Examensneurose. Hat niemand ihr die Courage abgekauft? Ihr Mann zum Beispiel? Keiner wagte jemals aufzumucken. Na, Onkel Sebastian schon gar nicht. Du darfst nicht vergessen, Tante Elisabeth brachte das Vermögen und das Haus in die Ehe ein. Und dementsprechend hat sie ihre Bahn dressiert. Trotzdem, ich verstehe das nicht. Du bist der Einzige, der ihr jemals die Stirn geboten hat. Ja. Du, ich werde nie vergessen, wie ihr beim ersten Zusammentreffen aufeinander geprallt seid. Mit eingelegten Lanzen. Zack, zack. Sie lädt mich trotzdem immer wieder ein. Mhm. Und sie platziert dich stets an ihrer grünen Seite. Zum Missvergnügen von Thilo und Barbara und Peter. Und Bruno und Judith. Nur Axel ist deine Ausnahme. Der einzige Lichtblick bei so viel Schatten. Mir imponiert die Unbekümmertheit, der Axel es erträgt, ans unterste Tischende verbannt zu werden. Mit Tante Elisabeth kommt das doch ein Todesurteil gleich. Ja, sie wird es ihm nie verzeihen, dass er den angebotenen Verwalterposten ablehnte, sondern stattdessen alle möglichen obskuren Jobs annahm. Du, ich glaube, der schmuggelt auch Rauschgift, wenn die Rendite in vernünftigem Verhältnis zum Risiko steht. Lass ihn, wie er ist. Ich dagegen an deine übrigen Vettern und Basen denke, wie sie unter den Argusaugen Tante Elisabeths mit gesenkten Blicken ihre Suppe löffeln. Und jeder hofft insgeheim auf den sicher nicht mehr fernen Tag, an dem man sich in der mit Trauerfloren verhängten Halle versammelt, um den Spruch des Schicksals zu vernehmen, der in ihrem Testament verbrieft ist. Im Prinzip sind sie alle krasse Materialisten. Vergnügen würden sie lieber heute als morgen einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen. Och, Peter könnte man bei diesem Vorwurf vielleicht aussparen. Der hat es doch zu was gebracht, sein Geschäft floriert. Tante Elisabeths Erfolgsschlager. Du, gespannt bin ich auf seine Verlobte. Konstanze? Mhm. Sagtest du nicht, sie sei eine geborene Sartorius? Mhm. Ja, Geld findet immer zu Geld. Genau. Ach, lass uns doch mal den Wetterbericht hören. In einer Gewitterfront, die sich über ganz Europa erstreckt, wird schwülwarme Luft herangeführt. In Schauern auffrischende Winde aus wechselnden Richtungen. Die Vorhersage bis morgen Abend, bedeckt. Temperaturen in den Niederungen bis 30 Grad. Danke, das genügt. Ich sage es ja, Verwandtenwetter. Wir werden zusammenhocken, Patiencen legen und Tante Elisabeths Erinnerungen hören, wie sie durch geschickte Transaktionen ihr Geld über zwei Inflationen hinweg rettete. Zu Nutz und Frommen ihrer Verwandtschaft. Zünd mir bitte eine Zigarette an, ja? Mhm. Und schau mal nach, ob es irgendwo flotte Musik gibt. Der Park ist auch nicht mehr so gepflegt wie früher. Sieh dir das an, wie die Hecken über die Wege wuchern. Überall Moos. Die Terrasse wird auch baufällig. Das nennt sich nun Renommee. Früher sprachen die Leute im Dorf immer ehrfurchtsvoll vom Schloss. Damals gab es auch noch einen Chauffeur und mehrere Gärtner. Vielleicht wird einer der Erben trotz des Personalmangels eines Tages dem Haus wieder den alten Glanz des Schlosses verleihen. Einstweilen bin ich froh, dass von den dienstbaren Geistern früherer Zeiten wenigstens Sabinchen übrig geblieben ist. Mag sie auch ein bisschen verschroben sein. Ihre Kochkunst versöhnt mich mit manchem. Na, dann gehen wir's an.
rote Teppich ist noch nicht ausgerollt. Ist denn niemand hier? Hallo, Tante Elisabeth. Nirgends Licht. Oh, und kalt ist es wie in einer Gruft trotz der Schwüle draußen. Tante Elisabeth! Sabinchen! Merkwürdig, dass niemand kommt. Hallo! Ja, ich komme. Willkommen. Ja, wer um Gottes Willen sind Sie denn? Ich bin Constanze Sartorius. Ach, natürlich, Peters Braun, guten Tag. Oh, lassen Sie mich raten. Sie sind Robert und Trixi Freitag, nicht wahr? Genau, herzlich willkommen. Ja, und wo steckt der zugehörige Bräutigam? Ist er auch schon da? Nein, leider nicht. Zur Geburtstagsfeier kann er nicht kommen. Er kabelte aus Rio, dass er wegen dringender Geschäfte aufgehalten wurde und einen Tag später eintrifft. Oh, wie schade. Ja, er bedauert es sehr. Zumal er Tante Elisabeth seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen hat. Obwohl er sich natürlich regelmäßig telefonisch nach ihrem Befinden erkundigt. Natürlich. Ich bin sicher, dass Elisabeth ihn noch einmal verzeihen wird. Ach, entschuldigen Sie bitte. Legen Sie doch ab. Möchten Sie ein Glas? Ach, sicher wissen Sie besser als ich, wo Sie die Flaschen finden. Ja, ja. Dankeschön. Ich kenne mich hier einigermaßen aus. Ist ein bisschen merkwürdig, nicht wahr? Wenn ich als jüngste Erwerbung der Familie die Hausfrau spiele. Aber Tante Elisabeth ruht sich ein wenig aus. Und Sabinchen werkelt in der Küche. Ach, wo ist denn eigentlich Alexander der Große? Er war doch sonst immer der Erste, der die Gäste begrüßte. Ja, richtig. Ich habe sein Gebell auch schon vermisst. Mhm. Ah ja, wissen Sie denn das nicht? Was denn? Vor 4 Wochen, ja, oder 5, hat der... Ja, der Hund ist tot. Vergiftet. Vergiftet? Nein. Wer hat denn das getan? Man weiß es nicht. Alex fraß von einer Konfektpackung, die Tante Elisabeth zugeschickt wurde. Der Absender war fingiert. Das sind ja nette Neuigkeiten. Ungeheuerlich. Ja, das finde ich auch. Ja, wenn Sie mich jetzt bitte eine Viertelstunde entschuldigen wollen. Ich war gerade dabei, wichtige Korrespondenz zu erledigen, als Sie eintrafen. Ja, ja, natürlich. Bitte schön. Nimmst du auch einen Cognac? Wie? Ich frage dich, ob du auch einen Cognac nimmst. Oh ja, danke. Den kann ich jetzt vertragen. Brrr, durch diesen Schock muss ich aber erst noch mal verdauen. Diese Atmosphäre hier ging mir ja schon immer ziemlich auf die Nerven, aber jetzt? Du, Robert, ich fürchte mich. Na, na. Ich denke, wir hätten darauf gefasst sein sollen, dass eines Tages... Danke. Wie? Du meinst, einer aus der Familie wollte Elisabeth vergiften? Ja, spricht nicht der Anschein dafür? Ach du, nee, das kann ich alles überhaupt noch nicht fassen, du. Das ist doch glatter Mord. Zumindest ein Versuch. Hallo, Cousinchen. Hallo, Robert. Wie geht's denn? Na? Grüß dich, Axel. Irgendwelche Einwände, wenn ich deiner Frau einen Begrüßungskuss gebe? Naja, also wenn es einer von der väterlichen Sorte ist. Schon von Kindesbeinen an war ich Trixis Ritter und väterlicher Freund. Na? Cognac? Oh, mit Vergnügen, mein Lieber. Ja, bitteschön. Ja, dankeschön. Woher denn diesmal des Wegs, du alter Globetrotter? Ich habe mich ein wenig in der Türkei umgesehen. Oh. Grundstücksgeschäfte. Oh, also da steckt jetzt eine Menge Geld drin. Na und, warst du erfolgreich? Tja, hätte Tante Elisabeth ein paar Mille locker gemacht, wäre ich jetzt ein reicher Mann. Du hast versucht, sie anzupumpen. Tja, trotz aller Weltbefahrenheit habe ich mir eine gewisse Naivität bewahrt, wie du siehst. Ich appellierte an Tante Elisabeths Herz, aber die alte Giftnudel opferte nicht einmal das Porto für eine Postkarte, um Nein zu sagen. Du bist also pleite, wenn die Gretchenfrage erlaubt ist. Dein wacher Sinn für finanzielle Zusammenhänge hatte ich mir schon immer sympathisch gemacht. Sag mal, mein Lieber, bist du zufällig im Besitz von 2, 3 überflüssigen Hundertern? Nur bis morgen oder übermorgen? Naja, komm, in Ordnung. Schuldschein? Dann verrückt geworden, was? Na, also dann, cheerio. Genehmigen wir uns noch einen Schluck auf Kosten des Familiendrachens. Ach, mal sehen, ob man die Kupfer reinholen kann. Ich möchte endlich auf diesen ersten Kleider steigen. Ach, das regnet. Ich werde im Zerklatsch.
wenn Konstanze die Klinge freie Hausfrau spielt. Konstanze? Wer? Ach so, Peters Zukünftige. Ja, und der einstige Hausherrin hier oben. Ach, du meinst, da werden schon die Weichen gestellt? Sieht so aus. Konstanze hat jedenfalls das Zeug zur Schlossherrin. Sie gibt sich sehr selbstsicher. Allmächtiger, da kommen Barbara und Thilo. Ach, okay. Also er sieht aus, wie man vor 20 Jahren den Hollywood-Film Hollywood-Produzenten darstellte. Alles komplett einschließlich einer riesigen Zigarre. Hallo! Hallo! Wir werden sicher viel Spaß haben in den nächsten Tagen. Thilos Anekdoten aus der Filmbranche kenne ich auswendig. Also ich für meinen Teil will mir alle Mühe geben, meinen guten Ruf als schwärzestes Schaf, das eine Familie je besaß, zu rechtfertigen. Ich werde dem lieben Thilo kräftig einhalten. Das dürfte dir ja nicht schwerfallen. Babinchen! Thilo wünscht noch von dem Chateaubriand. Aber, Tante Elisabeth. Ach, dein gieriger Blick sagt mehr als tausend Worte. Hält Barbara dich so knapp? Dein Umfang spricht eigentlich dagegen. Na, Sabinchen! Komm ja schon. Sabinchen, die Pomdorphinen sind zu fett für mich. In letzter Zeit achtest du kaum noch auf meine Diät. Sabinchen ist so viel Betrieb nicht mehr gewohnt, Tante Elisabeth. Die Kartoffeln hat Fräulein Konstanze gemacht. Ach, ich wusste ja nicht. Oh, Tante Elisabeth, entschuldige. Ja, es ist schon gut. Ich entsinne mich, dass ihr anderen früher Sabinchen auch mal gern zur Hand gegangen seid. Aber heute lasst ihr euch nur noch bedienen. Da habt ihr euer Fett weg, meine Damen. Wer selbst im Glashaus sitzt. Ja, braucht sich wenigstens nicht über Mangel an Licht zu beklagen. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Ja, mit Schatten kennst du dich wieder besser aus, nicht wahr? Oder hast du jene 12 Monate vergessen, wo kaum ein Sonnenstrahl dich erreichte? Hör mal, wenn du hier darauf anspielen willst, dass ich in Untersuchungshaft war. Ach, na, also beruhige dich doch. Jedermann weiß doch, dass du freigesprochen wurdest. Mangels Beweise. Also, das ist doch Tante Elisabeth, hattest du Peter gegenüber nicht eine Überraschung für heute Abend angedeutet? Nett, dass du mich daran erinnerst, Konstanze, nett. Also, wenn ihr euren Streit beendet habt, dann können wir die Tafel vielleicht aufheben. Tja, darf man fragen, um welche Art von Überraschung es sich handelt, Tante Elisabeth? Ja, da wirst du es sehen, wenn ihr bereit seid, mir in die Bibliothek zu folgen. Falls euch das nicht zu beschwerlich ist. Ach, ich kann es mir schon denken. Du hast die Ahnengalerie restaurieren lassen, Erraten. Es war Zeit, den alten Bildern wieder den Platz einzuräumen, der ihnen schon lange gebührte. Es wäre Sünde gewesen, sie auf dem Speicher verstorben zu lassen. Die teure Vergangenheit. Wenn man in meine Jahre kommt, Axel, dann fühlt man sich der Vergangenheit mehr verbunden als dem Heute. Weil man vielleicht selbst bald der Vergangenheit angehört. Aber Tante Elisabeth, du wirst noch mit 100 Jahren bissige Bemerkungen über das Leben, über uns und über die Welt machen. Jawohl. Ein würdiger Anlass auf das Wohl des Geburtstags. Ja, auf dein Wohl, Tante Elisabeth. Also, marsch jetzt in die Bibliothek. Jawohl. Konstanze, gib mir deinen Arm. Gern, Tante Elisabeth. Du hast recht, Robert, da steht die Thronfolge. Das also sind die berühmten Ahnen der Familie Bertram. Weniger berühmt. Würdest du die Kommentare vielleicht mir überlassen, Axel? Jawohl. Ich will zugeben, in unserer Familie waren weder berühmte Feldherren oder kühne Entdecker, keine Oberer, Forscher oder literarische Talente. Heinrich Emanuel Bertram, 1847 bis 1902, genoss allerdings einen gewissen Ruf als Organist. Würde bitte jemand das Fenster schließen? Danke, Robert. Wo war ich stehen geblieben? Du sprachst von dem relativ geringen Renommierwert dieser Schaustellung würdiger Bürger und Handelsleute, verehrte Tante. Ich hätte es vermutlich anders gesagt, aber gut. Und warum sollte man schließlich nicht auch auf würdige Bürger und ehrbare Handelsleute stolz sein? Sie sind nicht nur das Salz der Erde, sie liefern es auch. Es erfüllt mich einigermaßen mit Genugtuung, dass zumindest Peter in einem gewissen Maße die Tradition der Familie fortsetzt. Hört, hört. Ich höre sehr wohl. Gerade dir würde es nicht schaden, dir Peters Erfolge ein wenig zum Vorbild zu nehmen. Auf deine Art von Geschäften stolz zu sein, gibt es wahrhaftig keinen Anlass. Ich bin zerknirscht, Tante Elisabeth. Was ist denn mit dem Licht los? Der Blitz hat in die Leiter eingeschlagen. Oh, Tilo, wo bist du denn? Ja, hier bin ich. Hast du jemand Licht? Auf dem Rauchtisch am Fenster stehen Kerzen. Fenster.
Na endlich, komme den Kerzen hierher, Robert. Bei Kerzenschimmer kommen wir der Vergangenheit einen entscheidenden Schritt näher. Das ist genau die richtige Beleuchtung, um den Ahnen ins würdige Antlitz zu schauen. Wer ist denn der mit dem stechenden Blick? Das ist Jean-Baptiste Bertrand. Er lebte von 1813 bis 1886. Ein würdiger, ehrbarer Bürger. Sieh dir nur das bleiche, kantige Gesicht an. Aus alten Briefen geht hervor, dass er ein hartherziger, kleinlicher Despot war. Er tyrannisierte seine Kinder und trieb seine Frau systematisch in den Tod. Vermutlich werde ich heute Nacht von ihm träumen, ob er wohl durch die Gänge spukt. Wen jemals seine kalte Hand berührte, dessen Tage waren gezählt. Ach, hör doch auf, Axel. Und wer ist dies hier, die Dame mit den rosigen Apfelbäckchen? Das ist Maria Antonia. Sie wurde 83 Jahre alt und starb dennoch keines natürlichen Todes. Man fand sie erwürgt. Der Täter wurde nie gefasst. Das Bild hat sich wohl noch verstört! Ausgerechnet Marie Antonie. Die Ärmste findet auch keine Ruhe. So etwas bringt Unglück. Lasst euch das gesagt sein. Kinder, ich bitte euch. Ihr seid doch alle moderne, aufgeklärte Menschen. Aber ihr könnt scheint's nicht leben ohne ein wenig Hexerei und Aberglauben. Komm, setz dich, Tante Elisabeth. Du bist ja ganz bleich geworden. Und macht, dass meine Mutter starb. Fühlt der Spiegel, den sie uns zur Hochzeit geschenkt hatte, von da doch genau in ihrer Todesstunde. Ja, alle wirken doch recht lebendig, habe ich den Eindruck. Und für Urgroßtanten kommt ohnehin jeder Wink des Schicksals zu spät. Du bist frivol, Axel. Mir ist so unheimlich. Am liebsten möchte ich sofort abreißen. Ach, Unsinn, Liebling. Du lässt dich doch nie nervös machen. Der Dübel ist aus der Wand gebrochen. Typische Pfuscharbeit. Also statt den Teufel an die Wand zu malen, sollten wir untersuchen, ob die übrigen Bilder sicher hängen. Nicht? Ehe tatsächlich ein Unglück geschieht. Ist das nicht alles ein bisschen viel für dich, Tante Elisabeth? Ich denke, du solltest jetzt hinaufgehen, wenn du mir diesen Vorschlag erlaubst. Ich werde dich hinauf begleiten, Tante Elisabeth. Es soll mir recht sein. Ja. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht, Tante Elisabeth. Gute Nacht. Sitzt du auch bequem, Tante Elisabeth? Fein, fein, fein. Zuerst einmal also möchte ich dir danken, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, dich hier unter vier Augen zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, was du zu besprechen hast. Mhm. Und ich sage dir gleich, meine Antwort ist nein. Aber Tante Elisabeth... Du brauchst Geld, das ist es doch. Hast wieder mal ein todsicheres Filmsujet und es fehlt dir Olympia 5 oder 600.000 Mark, um es zu verwirklichen, stimmt das? In der Tat. Also dieser Film, wie gesagt, der wird ein Knüller. Ich meine, er wird einschlagen, Tante Elisabeth. Wenn. Wenn er aber kein Knüller wird, dann kann ich mein gutes Geld in den Schornstein dieses Hauses schreiben. Na, was glaubst du wohl, werden deine Vettern und Basen, deine Miterben also dazu sagen? Ja, ich dachte gewissermaßen als Vorschuss. Ach, es gibt auch keinen Vorschuss auf die Ewigkeit. Nein. Wenn er an deiner Stelle Peter stünde, dann würde ich den Fall... wie sagt man, Wohlwollen prüfen, aber natürlich erst nach einem Blick in seine Bilanzen. Aber du, Thilo... Ja, ich weiß. Ich bin in deinen Augen ein Versager, ein Nichts. Weniger als das, Thilo. Du bist ja eiskalt. Du machst dir jetzt deine Richterrolle ran, aber eines Tages... Ach, jetzt wirst du theatralisch, Thilo. Überhaupt, ich frage mich, wieso noch nie jemand auf die Idee kam, dich umzubringen. Ist das nur ein Augenblickseinfall? Oder hast du mit dem Gedanken schon öfter gespielt? Nein, ganz gleich. Du wirst es nicht tun, Thilo. Du bist nämlich nicht nur ein Versager, du bist obendrein ein Feigling. Herein! Ah, du bist es, Constanze. Ja, ich wollte nur fragen, ob ich noch irgendetwas für dich tun kann. Danke, mein Kind, ich danke dir. Ich brauche keine Hilfe. Thilo, wolltest du nicht gehen? Tja, dann. Robert? Ach, was ist denn los? Ich kann nicht schlafen. Bist du wach? Dieses Gewitter macht mich noch wahnsinnig und überhaupt dieser ganze Abend. Hast du eine Zigarette?
Robert, ich rede mit dir. Wie spät ist es denn? 1:30. Na, hol dir einen Whisky aus der Reiseapotheke und schlaf endlich. Ja, schon gut. Robert, in der Bibliothek brennt Licht. Ach, dann lass es brennen. Jemand wird vergessen haben, die Kerzen zu löschen. Nein, das sind die Kronleuchter. Verflixt, wo sind denn die Zigaretten? Na, wenn die Beleuchtung wieder funktioniert, dann kannst du ebenso gut die Nachttischlampe einschalten. Lass das Licht aus, da stimmt doch was nicht. Ja, was ist denn? Am Fenster der Bibliothek hängt eine Leiter. Ach, das ist doch ein Witz. Ja, tatsächlich. Meinst du, denkst du vielleicht an Einbrecher? Ja, gut, ich weiß so viel wie du. Ich sollte man vielleicht nicht nachsehen. Bitte nimm Axel mit für alle Fälle. Der kennt sich in kniffligen Situationen aus. Ja, und wenn das blinde Alarm ist? Du steck den Brieföffner wenigstens ein, den mit der scharfen Klinge. Oh, Robert, ich hab solch Angst. Ja, warum zum Teufel schickst du mich dann auf Verbrecherjagd? Hallo? Ist doch jemand? Hallo! Mein Gott! Tante Elisabeth, was? Hallo, Polizei? Ja, ich spreche aus Haus Bertram, oben am Wald. Freitag ist mein Name. Ich bin ein Verwandter der Besitzerin. Sie ist ermordet worden. Ja, anscheinend wurde sie mit einer Kaminzange erschlagen. Wie bitte? Nein, nein, ich habe nichts angerührt. Ja, in Ordnung. Barbara! Ich habe dich gar nicht kommen hören. Was ist denn los? Spürst du nicht auch die Unruhe in diesem Haus? Mit wem telefonierst du um 1 Uhr nachts? Eine Menge Fragen zu gleicher Zeit. Immerhin gut, dass du wach bist. Wir werden alle keine sehr ruhige Nacht haben. Aber bitte hier, nimm erst mal eine Zigarette. Danke. Was sind das für unheilvolle Andeutungen? Aber wollen wir nicht in die Bibliothek gehen, obwohl es ja da auch nicht gemütlicher ist? Barbara, bleib hier! Wieso bleibt denn hier nicht? Was ist denn da? Ich hatte dir befohlen, die Bibliothek nicht zu betreten! Ach, Elisabeth! Hallo, was steht denn hier rum? Kann er nicht einmal in Ruhe schlafen? Barbara! Robert! Mit die Geisterstunde? Bitte bleibt, wo ihr seid! Wir wollen keine Spuren zerstören. Die Polizei wird bald da sein. Polizei sein? Meine Güte, von welchen Spuren ist denn hier die Rede? Mein Gott, versteht ihr denn nicht? Tante Elisabeth ist ermordet worden. Stimmt das? Ja. Und ich fürchte, die Wahrheit, wer der Täter ist, wird für uns alle nicht angenehm sein. Wie meinen Sie das, Robert? Ich möchte nur zu bedenken geben, dass der Täter heute Nacht das Haus möglicherweise über eine Leiter am Bibliotheksfenster verlassen hat. Ich betone, möglicherweise. Ganz sicher aber ist er auf diesem Weg nicht hereingekommen. Ja, und wie willst du das beweisen? Du solltest lieber fragen, was willst du damit beweisen? Ihr werdet später noch Gelegenheit haben, euch selbst ein Urteil zu bilden. So viel steht jedenfalls fest. Die Sprossen der Leiter sind völlig trocken und sauber. Und auf dem Teppich gibt es keine schmutzigen Fußabdrücke. Wäre der Mörder wirklich durch das Fenster eingedrungen, müsste man auf der Leiter und auf dem Fußboden der Bibliothek Grashalme oder feuchte Erde finden. Die Leiter sollte uns und die Polizei irreführen. Aber in der Eile übersah der Mörder einige wichtige Details. Zwar war er so schlau, die Scheibe von außen nach innen einzuschlagen, aber dass er sonst keine Spuren hinterließ. Ich beginne zu verstehen. Also, wenn du so viel weißt, wer war denn der Mörder? Ich kann dir so viel sagen, der Mörder war Elisabeth offenbar gut bekannt. Sie vertraute ihm. Du meinst, sie hat ihn selbst eingelassen? Und davon hatte ich eigentlich nichts gesagt. Ja, was willst du dann sagen? Komm heraus damit. Sie meinen, der Mörder... Robert meint, der Mörder ist einer von uns. Der typische Elefant im Porzellanladen, Tino. Warum musstest du den Streit mit Tante Elisabeth beginnen? Natürlich legt man dir das jetzt zur Last. Herrgott, jetzt bleib doch endlich mal stehen. Mein Gott, mir gingen einfach die Keule durch. Ich hatte es satt, auf ewige Zeiten als Versager abgestempelt zu werden. Einmal mehr oder weniger Liebe einstecken. Darauf wäre es in dieser Situation nicht mehr angekommen. Konstanze, dieses Miststück.
Und dann hat uns Peter ein sauberes Kuckucksei ins Nest gelegt. Sie spioniert herum. Eine feine Intrigantin. Wir haben Wände und Türen Ohren, das weißt du doch. Natürlich hatte die liebe Konstanze nichts Besseres zu tun, als dem Kommissar einen diskreten Tipp zu geben. Sie muss einfach alles gehört haben, was Tante Elisabeth mir an Liebenswürdigkeiten sagte. Der Zeitpunkt für deinen Pumpversuch war denkbar ungünstig gewählt. Du hättest warten sollen. Manche Probleme lösen sich von selbst, wie du siehst. Du meinst, ich hätte warten sollen, bis jemand Tante Elisabeth umbringt und dadurch das Haupthindernis auf dem Weg zur mühsam erdienten Erbschaft beseitigt wird. Axel, hast du mich erschreckt? Schlechtes Gewissen, Barbara? Tröste dich. Wer hat das nicht? Seien wir ehrlich. Irgendwann hat doch jeder von uns schon erwogen, Tante Elisabeth auf unauffällige Weise den Weg in die Familiengruft zu erleichtern. Hallo, Robert. Ist der Kopf nach oben? Die Guillotine wird bereits geschliffen. Und deine Gedankenblitze lass den Kommissar nicht hören. Er konstruiert daraus einen wasserdichten Fall gegen dich. Ich rede wieder zu viel. Wer sich zur Verwandtschaft begibt, kommt dabei um. Findest du diese Bemerkung nicht reichlich geschmacklos in Anbetracht der traurigen Umstände? Trauerst du, Barbara? Trauert einer von euch? Oh. Wie spät schon? 6? Oh, ich bin zum Umfallen müde. Ja. Ein Glück, dass wenigstens diese ewigen Verhöre zu Ende sind. Mir würde jetzt ein dreifacher Cognac ganz gut stehen. Ich finde, wir sollten Sabinchen überreden, dass sie ein paar keine starken Kaffee braucht. Hm? Ein deftiges Frühstück wird uns doch allen gut tun. Du könntest jetzt essen? Trixie hat recht. Durch Fasten ändern wir nichts an dem, was geschehen ist. Pietät nennt man das. Schon wieder Polizei. Also allmählich werde ich allergisch gegen diese Art von Besuchen. So, hier ist für alle Kaffee. Sehr schön. Hallo? Peter! Herr Liebling. Hallo, ihr anderen. Danke schön. Hallo. So früh schon auf? Oder noch? Bewundernswert. Ah ja. Sag mal, ihr seid so einsilbig. Bisschen verkatert, was? Muss ja eine dolle Feier gewesen sein. Kinder, kommt, gib mir auch einen Kaffee. Ja, ich verdurste. Danke. Du ahnst nicht, was ich hier mitgebracht habe. Doch nicht etwa... Doch, ja, genau. So, jetzt mal ehrlich. Was ist denn los? Hat Tante Elisabeth euch gestern Abend kräftig ins Gebet genommen? Wo steckt denn das alte Mädchen? Sie steht doch sonst immer mit den Hühnern auf. Das alte Mädchen, wie du so nett sagst, ist tot. Tot? Sie ist ermordet worden. Erschlagen, um es genauer zu sagen. Das ist doch nicht möglich. Konstanze, Liebling, ja? Das soll ein Witz sein, nicht wahr? Nein. Ihr wollt mich auf den Besen laden. Findet ihr das sehr geschmackvoll? Mhm. Mord ist selten eine Geschmacksfrage. Also tatsächlich. Wer hat es getan? Was sagt die Polizei? Der Kommissar sagt meiner Ansicht zu, dass Tante Elisabeth den Täter kannte. Sie muss völlig arglos gewesen sein, als sie sich in der Bibliothek mit ihm unterhielt. Das würde bedeuten... Unser lieber Vetter ist der Ansicht, dass einer von uns der Täter ist. Wenn wir ehrlich sein wollen, liegt der Schluss allerdings sehr nah. Du ergreifst natürlich Roberts Partei. Wie viel hat er dir diesmal geliehen? Axel ist ein loyaler Schuldner. Nun bitte, bitte. Wir sind alle mit den Nerven etwas runter. Aber wir sollten doch daran denken, dass wir... Naja, dass wir eine Familie sind. Blut ist dicker als Wasser. Meinst du das? Der Gedanke ist absurd, Robert, dass einer von uns Tante Elisabeth ermordet hätte. Ich meine, von mir will ich da nicht reden. Mein Alibi, es gibt kein besseres. Aber dass einer der anderen? Nein, Robert, da muss ich sie in Schutz nehmen. Gut, jeder von uns mag seine Schwächen haben, aber eines Mordes ist keiner fähig. Bist du sicher? Die Indizien? Ach, Indizien, Indizien. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Hier ist ein Mord geschehen, wenn ich dich daran erinnern darf. In einem solchen Fall hat der Familiensinn, hinter der Wahrheitsfindung zurückzustehen. Wenn du nicht loyal sein willst, dann bleib wenigstens neutral. Du magst dich von den edelsten Motiven leiten lassen, Robert, wenn du Tante Elisabeths Mörder zur Strecke bringen willst. Aber wäre es nicht besser, das der Polizei zu überlassen, statt einen Verdacht auszusprechen, der uns alle belasten wird, solange dieser bedauerliche Zwischenfall... Es war Mord, Peter. Kein bedauerlicher Zwischenfall. Danke für den Hinweis, Axel. Sieh mal, Robert, wir sind eine Familie mit Tradition, mit festgefügten Grundsätzen. Mhm. Kann ich noch eine Tasse Kaffee haben? Danke. Vielleicht ist dir das nie recht bewusst geworden, Robert, weil
Nun ja, verstehe mich richtig. Ja, sag's doch, ich bin ein Fremdkörper. Ich habe nie eine feste Bindung zu den Bertrams gehabt. Ja, so meinte ich das eigentlich nicht. Ich sehe den Tatsachen gefasst ins Auge. Aber wir kommen vom Thema ab. Du warst bei der traditionsreichen Familie, wenn ich dir dein Stichwort zurückgeben darf. Ja, richtig. Geh einmal hinüber in die Bibliothek. Halt einmal Zwiesprache mit den Bildern der Menschen, die ein oder zwei Jahrhunderte vor uns gelebt haben. Redliche Menschen. Sie haben jeden von uns hier mitgeprägt. Nein, nein, Robert. In unserer Familie gibt es keine Mörder. Danke für die Lektion. Wie gehen eigentlich die Geschäfte, Peter? Wie bitte? Gut. Weshalb fragst du? Was hat das mit dem hier zu tun? Gelegentlich lese ich den einen oder anderen Artikel in der Wirtschaftsbeilage. Ich höre, deine Branche befindet sich in Schwierigkeiten. Hast du große Verluste erlitten? Das war ein momentaner Engpass. Die Verhandlungen in Rio waren jedenfalls sehr positiv. Aber warum schweifst du vom Thema ab? Ja. Ich bin immer noch beim Thema. Wann bist du in Hamburg eingetroffen? Soll das ein Kreuzverhör sein? Ich sagte es bereits, oder? Gestern spät abends. Ich nahm den Nachtzug und da bin ich. Ja, da bist du. Wieder. Was willst du damit andeuten? Ich bin überzeugt, dass du Tante Elisabeth umgebracht hast. Nein. Ach, du bist ja wahnsinnig, Robert. Du hast dich in die Rolle des Detektivs verbissen und kannst nicht mehr zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden. Ich fantasiere nicht. Zu der Zeit, als Tante Elisabeth ermordet wurde, saß ich im Zug von Hamburg hierher. Genügt das nicht? Mir genügt es nicht. Wenn wir deinen Behauptungen nachgehen, werden wir sehen, dass die Wirklichkeit ganz anders war. Jetzt hört aber wirklich alles auf. Robert, du läufst amok. Deine Verteidiger scharen sich um dich, Peter. Trotzdem wird dein Trick ans Tageslicht kommen. Welcher Trick denn, um Gottes Willen? Er hat alles trefflich eingefädelt. Die angeblich verzögerte Abreise aus Rio, sein Fehlen bei Elisabeths Geburtstagsfeier. Ahnungslos trifft er hier ein und findet die trauernden Hinterbliebenen. Aber das stimmt doch alles. Eben nicht, meine Liebe. Peter traf bereits heute Nacht hier ein, um ohne Zeugen mit Tante Elisabeth zu verhandeln. Dreimal darf man wohl raten, dass es sich um ein namhaftes Darlehen handelte, das er dringend brauchte, um sein Geschäft wieder flott zu machen. Denn seine Erfolge waren in letzter Zeit spärlich gesät. Tante Elisabeth aber, die wohl enttäuscht war von ihrem früher so geschäftstüchtigen Neffen, sperrte sich gegen seine Forderungen. Wenn sie etwas hasste, war es Misserfolg. Du bist ja verrückt. Verrückt! Ich brauche doch... Du brauchst Geld, viel Geld. Schon um die Einheirat in die berühmte Familie Sartorius nicht zu gefährden. Oder möchtest du als mittelloser Schwiegersohn dastehen? Ich heirate Peter nicht des Geldes wegen. Entschuldigen Sie, Konstanze, ich wollte diesen Eindruck wirklich nicht erwecken. Aber Sie müssen den Fall aus Peters Blickwinkel sehen. Wer eine Sartorius zur Frau nehmen will, kann nicht mit leeren Händen kommen. Tante Elisabeth verweigert ihm zwar ein Darlehen, aber Peter sieht einen Weg aus der Zwangslage. Er sagt sich, dass eine Erbschaft immer noch besser ist als gar kein Geld. Er fühlt sich völlig sicher und tötet Tante Elisabeth. Danach legt er die falsche Fährte mit der Leiter und verschwindet, um offiziell heute früh mit einem erstklassigen Alibi, wie er meint, hier anzukommen und tief bewegt an den Sarg der heißgeliebten Tante zu treten. So, jetzt könnte ich noch einen Kaffee vertragen, Trixi. Ich glaube, ich habe ihn verdient. Ja, hier gleich. Zumindest hast du dir einen Lorbeer dafür verdient, dass du dich zum Narren gemacht hast. Eine wunderschöne Geschichte hast du uns da aufgezischt. Fast hätte ich sie geglaubt. Du solltest sie einmal niederschreiben, nicht wahr, Peter? Wenn der Kommissar sie nicht glaubt, geht der Verdacht auf dich, Thilo. Du hattest ebenfalls ein Motiv. Roberts Geschichte hat nur einen Schönheitsfehler. Sie ist absolut unwahr. Das mag natürlich ihren Reiz erhöhen, aber... Ich finde seine Theorie nicht ganz so unwahrscheinlich. Aber wieso hat Peter keine Spuren hinterlassen, wenn er von draußen kam? Und falls er wirklich der Täter ist? Von der Fahrstraße bis zum Haus herauf führt ein Kiesweg. Das erklärt, wieso er keine Fußabdrücke hinterließ. Das leuchtet selbst mir ein. Und wie gelangte unser mörderischer Vetter? Entschuldige, Peter, ich finde den Gedanken zu lustig, dass einer von uns es gewesen sein soll. Nach deiner Ansicht ins Haus, Robert. Frag ihn mal, ob er einen Schlüssel hat. Natürlich hat er einen. Ja, letztes Jahr noch hat er damit gebracht. Peter! Liebling, wir kommen der Sache langsam näher, aber... Wie willst du den Mörder überführen, Robert? Überführen? Er hat sich doch längst selbst überführt. Da bin ich sehr gespannt. Dein Familienstolz und dein Sinn für Traditionen sind dir zum Verhängnis geworden, Peter. Mein Verdacht bewegte sich in einer ganz anderen Richtung. Aber dann hast du selbst das Stichwort geliefert. Ich brauchte nur die losen Fäden zu verknüpfen. Die Galerie! Genau. Peter erwähnte die Porträts in der Bibliothek. Er sprach von den Ahnen und redlichen Bürgern, die euch allesamt mitgeprägt haben. Woher wusstest du von den Bildern, Peter, wenn nicht du Tante Elisabeths nächtlicher Besucher warst? Vor 2 Wochen noch bei deiner Abreise nach Südamerika hatte keiner von uns eine Ahnung, dass die Porträts restauriert wurden. Da du sie aber gesehen hast, kann das nur heute Nacht gewesen sein. Heute Nacht, als du Tante Elisabeth nach erfolgloser Unterredung mit dem Kamineisen niederschlugst. Axel,
Bist du so nett und verständigst den Kommissar? Angst im Schloss. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalhörspiel von Rolf Biebricher.